Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Part hier in Super Mario Odyssey. Im letzten Part sind wir jetzt hier schon im Wüstenland, haben uns schon unseren ersten Mond geholt. Ich glaube zwar, wo war denn das genau? Bin mir gerade nicht mehr so sicher. Bin schon am Vorproduzieren, ey, dass ich schon keinen Plan mehr habe oder so, weil wir beim letzten Mal waren. Aber auf jeden Fall haben wir schon die zwei Rücksetzpunkte. Okay, Checkpoints kann man das jetzt nicht so nennen. Auf jeden Fall kann man sich da immer irgendwo hinspawnen oder so, hab ich so gehört. Und ja, machen wir auf jeden Fall hier weiter. Aber da ich jetzt gerade nicht so genau weiß, müsste ich nochmal zum Laden. War ich überhaupt im Laden? Ich glaube, ich habe keine Ahnung. Ich gehe einfach nochmal rein. Das passt schon auf jeden Fall. Aber wahrscheinlich ist hier auf jeden Fall ein Mond. Gibt es irgendeinen Hintereingang oder was? Ein Geheimgang? Okay, sprechen wir erstmal die zwei Knochenleute ein. Herzlich willkommen! Reden wir mal kurz über deine Münzen. Du besitzt gelbe Münzen und deine lila Münzen. Gelbe Münzen kannst du überall einsetzen. Lila Münzen kannst du nur in dem Land, in dem du sie gefunden hast, ausgeben. Hallo. Ah, okay. Warum habe ich für den Mond noch nichts ausgegeben? Dann mache ich das jetzt auch schon mal. Ich glaube, ja. So kann man auch leichte Monde bekommen. Einkaufsbummel in der Brutzellebene. Ja, ist easy going, ne? Will ich das andere auch haben? Ich weiß nicht. Ich gönn's mir einfach mal. Ich gönn's mir einfach mal. Wir haben ja noch genug Münzen, also von daher geht das schon klar. Na, vielleicht etwas später. Erstmal nur so, wir können uns ja jederzeit hier. Ach, da haben wir ja auch hier. Als ob das 1000 Münzen kostet. ja. Interessant. So, ja. Hallo. Also, das ist jetzt wieder so speziell. Wir haben 11 Stück. Ah, ich hätte schon Bock auf beides, ne? Also brauchen wir noch mindestens 4 Stück. Dann hole ich mir beides. Und das hier, ein Wüstenland-Sticker. Ein von der Kopfstandpyramide inspirierter Sticker. Das sind. Und für was ist das geeignet? Das sind irgendwelche kleinen Statuen. Aber für was ist das da? Miauxi-Statue und Kopfstand-Pyramidenmodell. Okay. Alles okay. Ja, wunderbar. Dann sprechen wir mal mit dem Kollegen hier. Mir ist so kalt. Was ist hier nur passiert? Alles fror auf einmal ein. Ja, ganz plötzlich oder was? Oder wie? Ich bemerke gerade, dass es bei mir in der Facecam richtig dunkel ist. Soll ich die Beleuchtung etwas hochstellen? Ich weiß es nicht. Ne, das mache ich dann bei der nächsten. Das wäre jetzt ein bisschen komisch. Oben, irgendwo hier oben befindet sich auf jeden Fall hier Mond. Wie kommen wir da am besten hier ran? Oder mal eine andere Frage. Wie komme ich zu dem Mond überhaupt? Da. Wo könnten wir den Samen hier einpflanzen? Und mal, können wir den überhaupt hier irgendwie nehmen? Ja. Ich denke mal, eins in diese Dinger hier wahrscheinlich, ne? Kann das sein? Genau. Treff erstmal daneben, ist klar. Na, nicht kaputt machen. Na komm, rein in das Ding. Ja, wunderbar. Und das hat jetzt was gebracht? Ah, da sind Mondsymbole drauf. Ich glaube, irgendwo gibt es noch drei von diesen komischen gelben Früchten oder so. Und wenn man die da reinpflanzen, bekommen wir wahrscheinlich einen Mond. Kann das sein? Das ist auf jeden Fall ganz offensichtlich. Gibt es hier irgendwie auch eine Möglichkeit, irgendwie Feuer zu bekommen, damit wir das alles so aufschmelzen können? Weil hier sind auch solche lilanen Münzen dabei, deswegen. Ich frag ja nur, kann ja sein, ne? Wäre schon irgendwie möglich. Ah ne, wir kommen auch so hoch. Da muss ich nicht extra rumskillen. Ah, das waren ja 100 Stück gewesen. Ah, ist schon etwas heftig, ne? Kann das auch mit einer Stampfattacke aufmachen? Hab ich jetzt einfach mal so überlegt. Solltest du dich verlaufen, geh einfach in die Richtung von dem großen glühenden Licht, ja? Na klar. Und hier ist eine Rakete. Das ist aber alles so zur Hälfte so zugefroren. Wie kommen wir denn überhaupt hin?
Warte mal. Wie komme ich denn da gleich dahin? Warte mal. Ich versuche mal so ein Dingssprung hier. Hat das was gebracht? Ne, irgendwie eher so weniger. Okay. Hier kann man noch nicht mal einen richtigen Dreisprung versuchen. Auch cool. Ich will aber da hoch. Ja, hat funktioniert. Lol. Einigermaßen. Was ist hier bitte schön, wenn ich fragen darf? Auf jeden Fall noch Röhre, wo wir auf jeden Fall rein können. Ein kleiner Bonusraum oder was? Irgendwo im Raum ist ein Preis versteckt. Spüre die Vibration. Lass dich von ihr leiten und sie wird dich hinführen. Okay. So einfach Strafattacke so lange ausführen, damit irgendwas passiert hat, oder was? Ich glaube, hier wäre HD Rumble etwas perfekt gewesen, oder? Kann das sein? Ah, okay. An irgendeiner Stelle einfach kommt einfach so ein Mond. Gerumpel im versteckten Raum. Ja, wunderbar. Also wenn das nur der eine ist, dann... Ja. Auf jeden Fall. Ja, gut. Ah, ich höre einen Glitzern. Das war ja der gewesen, der eine Mond hier, ne? Er gibt wahrscheinlich wieder einen Livestream. Ist auch wunderschön. Hab ich gerade gesehen. Blick über die Wüstensiedlung. Okay, das war schon mal der weitere Mond. Wie viel brauchten die Odyssee überhaupt diesmal? Oder mal eine ganz andere Frage. Es gibt schon etwas mehr Monde als da, die mir angezeigt werden. Kann das sein? Bestimmt. Hast du einen Rücksetzpunkt aktiviert? Kannst du das entsprechende Flaggensymbol auswählen und mit A dorthin fliegen? Okay. Ah, okay, gut. Ja, das ist wirklich sehr, sehr gut. Wie viele gibt es denn hier? Also, habe ich ja schon beim letzten Mal nachgeschaut. 69. Also sind das wahrscheinlich dann nur die mal angezeigt werden oder so. Na, so viel wie die Odyssee braucht wahrscheinlich. Deswegen, ja. Da haben wir schon mal 4 Stück. Lohnt es sich hier reinzugehen? Ich mach's einfach mal. Soll das wie so eine Art Casino darstellen oder was? Spiel eine Runde Jackpot. Das Spiel, das von der Brutzelebene aus ganze Welt erobert hat. 10 Münzen bekomme ich von dir. Für ein Spiel. Wie wär's mit dem Rünschen? Wenn du gewinnst, winkt dir ein Mond. An deiner Stelle würde ich mir diese Chance nicht entgehen lassen. Na klar. Jackpot kann beginnen. Wirf deine Kopfbedeckung. Gleiche Symbole wären gut. Am besten der Mond wahrscheinlich, oder? Jetzt hab ich Herz. Toll. Es könnte was werden. Wird das jetzt langsamer oder sieht das nur so aus? Ja, nice. Ja, jetzt habe ich aber ein Herz. Ich brauche auf jeden Fall einen Mond, ne? Das wäre schon wichtig. Dafür. Komm nochmal. Ja, bitte. Ja. Es war jetzt. Ich habe jetzt nicht so krass reagiert. Nach dem Herz kommt also gleich der Mond. Schön. Und? Nice. Okay, der Mond ist schon mal safe. Yay. Jackpot im Wüstenland. Also wirklich, manche Monde sind sogar recht leicht. Also das war jetzt nicht so krass knifflig und so krassen Timing hat man sogar nicht benötigt. Also so krass war es ja also zum Glück nicht. Aber wie macht man das frei? Vielleicht wird das erst später dann alles enteist oder weggeschmolzen oder so. Keine Ahnung. Wie auch immer. Ich möchte gerne zum Hintereingang. Ist das der eventuell? Andere Länder, andere Sitten. Zieh dich an wie wir. Mach Party wie wir. Das ist unser Motto. Deine gesamte Aufmachung passt so gar nicht. Da fehlt der Pep. Vielleicht schaust du dir was von den Einheimischen ab. Na, zum Glück haben wir jetzt die benötigten lila Anzahlen an Münzen. Wo geht's denn hier rein?
Okay. Ja, das ist der Geheimeingang. LOL, gefunden. Nur für Angestellte. Ja, auch geil. Toll. Nein, 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 nein. Nee, 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 ich will einfach den beiden anquatschen. mal schauen, was sie dazu sagen. Hey, mach das nie wieder. Wenn du so dringend etwas kaufen möchtest, dann komm wie jeder andere auch durch den Vordereingang herein. Ja, geil. Ja, so ein leichter Aufreger war schon dabei, ne? Ja, ich muss auf jeden Fall wieder hier rein. Sonst komme ich ja nicht durch die Tür. Dann muss ich da anquatschen, ne? OBS liegt nicht rum, wie scheiße. Lass es einfach bleiben. So, einmal den Sombrero. Die traditionelle Kopfbedeckung der Brutzel-Ebene schützt die Augen vor der sengenden Sonne und ist einfach ein lässiges Accessoire. Gönnen. Gleich anziehen am besten. Genau. So, und dann noch den Poncho dazu. Ein traditionelles Kleidungsstück der Brutzel-Ebene schützt vor Hitze und Kälte gleichermaßen. Ach, das ist doch auch schön. Auch direkt umziehen, wunderbar. Naja, das passt schon so. Ja, ich hätte gerne noch den Sticker irgendwie, ne? Jetzt brauchen wir noch 8 Stück ungefähr. Jetzt sieht Mario aus wie so ein richtiger Mexikaner. Es hat was. Es hat was. Jetzt fehlt nur noch irgendeine Gitarre oder so, dann passt das. Das passt dann so ein Prero, dann noch so ein Poncho. Wackelig, als wäre das so ein Mexikaner. Ja, auch geil. So, jetzt kommen wir auf jeden Fall jetzt hinein. Andere Länder, andere sitzen. Zieh dich an wie wir, mach Party wie wir, das ist unser Motto. Fetziger Hut? Check. Verrückter Poncho? Check. Du bist der Party würdig. Hinein mit dir, mein Freund. Na klar, hereinspaziert. Na klar, das lasse ich mir nicht zweimal sagen. Das könnte jetzt das sein, was schon im Trailer mal gezeigt wurde. Kann das sein? Okay, was ich nur noch kann, ist die Kamera bewegen, mehr nicht. Bewegen kann ich mich jetzt gar nicht. Aber auch geil. Ja, dafür gibt's den Mond, ne? Nice! Tanzen mit 9 Freunden. Ja, sehen wir so forever alone. Okay, würde ich jetzt nicht so stark behaupten, das jetzt nicht. Aber gut. Gibt's hier noch irgendwas? Irgendwo wie was da oben? Vielleicht, eventuell. Wir können sogar hier drauf. Das was bringt, keine Ahnung. Warte mal, ich lass mal gedrückt. Okay. Oh, da waren die da Münzen. Die habe ich noch nicht mal gesehen. Na gut, dann passt das ja. Okay, hier scheint nichts zu sein. Kommen wir wieder hoch. Also wie so eine Wirbelattacke, Angriff, wie auch immer. Okay. Aber hier gibt's irgendwie gar nichts mehr. Ach, hier ist wieder dieser Papagei. Wonach suchst du denn? Ah, ich weiß, ich weiß. Ich kann's dir nicht verraten. Aber ich gebe dir einen Hinweis. Dünenspitze. Der ist hier irgendwo versteckt. Suche ihn, finde ihn. Chippery cheep. Okay. Habe ich jetzt keinen Plan davon im Moment. Ich gehe noch mal etwas drumherum. Das was bringt, aber ein Versuch ist es ja auf jeden Fall wert. Da ist ja dieser Hauptmond, nenne ich es mal. Was habe ich da jetzt kaputt gemacht? War das einfach nur so ein kleiner Eisblock oder was? Ja, die können wir auch kaputt machen, aber die großen nicht. Ist klar, ne? Aber irgendwie scheint es gerade nicht so viel noch zum Erkunden zu sein jetzt hier. Im Anfangsbereich, würde ich jetzt mal so behaupten.
Nö. So wie es scheint erstmal nicht. Ich weiß ja nicht, ob hinten noch irgendwas ist. Soll ich hinten nochmal nachschauen? Ich weiß nicht. Ein Versuch ist es ja wert, komm. Das riskiere ich nochmal zum Schluss, bevor wir jetzt hier mit dem Part Schluss machen. Doch irgendwo war das jetzt hinten. Nee, nein, nein, in die Schlucht will ich nicht rein. Komm, machen wir mal ein bisschen schneller. Das mit den Musiknoten haben wir schon. Das mit der Note haben wir ja auch schon gemacht. Aber hier diesen Checkpoint haben wir noch gar nicht aktiviert. Und was ist hier bitte schön? Hier sind auch nochmal ein paar lila Münzen. Ich hübsch. Und auch ich frostig. Und hier sind viele Vögel. Können das etwas bedeuten? Ja, natürlich, ne? Vogeltreffpunkt. Gut, dass ich hier nochmal hingegangen bin. Für einen Mond natürlich. Ja, wunderbar. Und ist hier doch mal irgendwas? Keine Ahnung, was das hier sein soll. Reisetipp. Mützensprung. Wirf deine Kopfbedeckung und halte Y gedrückt, um diese eine Weile auf der Stelle rotieren zu lassen. Sprinte anschließend auf sie zu und darauf, um einen großen Sprung auszuführen. Ja, das wissen wir schon Bescheid, aber okay, trotzdem danke. Hat das irgendwas zu bedeuten? Nö. Denke ich jetzt einfach mal nicht. Ja, okay, dann würde ich sagen, wenn euch dieser Part gefallen hat, gebt gerne einen Daumen hoch. Wenn ihr wollt, könnt ihr mich auch gerne abonnieren. Und dann würde ich sagen, bis zu einem weiteren Part hier in Super Mario Odyssey. Bis zum nächsten Mal und ciao, Leute. Macht's gut. Just one.